Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Odyssey im Auftrag des Königs, zu einer neuen Folge in der L-Hiva-Version. Und wir sind ja bei Jonathan, haben wir ja den Auftrag erledigt, die ganzen Proviante an die betreffenden Personen zu übergeben. Und er hat, glaube ich, noch eine Aufgabe vor uns und deswegen fragen wir ihn. Hast du vielleicht noch eine Aufgabe für mich? Ja, die habe ich tatsächlich noch. Ich hatte den Jäger Klaus gebeten, mir 50 Fleischkeulen zu besorgen. Das ist aber schon eine Zeit lang her. Keine Ahnung, wo Klaus so lange bleibt. Verstehe. Ich soll ihn finden und nachfragen, wann er dir das Fleisch liefern kann. Genau, also wenn du das für mich machen würdest, dann... Was dann? Dann würde ich dir zum Dank einen guten Eintopf geben. Aber keinen gewöhnlichen, sondern einen, der es wirklich in sich hat und deine Muskeln stärkt. Hört sich gut an. Für so einen Eintopf übernehme ich den Job. Abgemacht. Für so einen Eintopf übernehme ich diesen Job. Schön. Und weißt du was? Am besten bringst du mir die Fleischkeulen sofort mit. Dann kann ich nämlich schon mit dem Kochen anfangen. Oh, oh, oh. Fleischkeulen für Jonathan. Tja, toll. Unser Koch Jonathan hat uns den Auftrag, den Jäger Klaus aufzusuchen, der ihm 50 Fleischkörner besorgen wollte. Der Fleisch, okay, dann müssen wir mal zum Klausi hin. Ne? Also, Ergo, Popergo, runter ins Dorf. Und zum Jäger Klaus. Ja, was gibt es noch weiteres zu erzählen? Erzählt mir doch mal was. Was gefällt ihr euch hier an dieser Version? Oder was gefällt euch nicht hier dran? Also mir zum Beispiel, ich finde jetzt hier die Texturen der Baumstämme hier nicht gerade so treffend. Denn hier so eine Textur finde ich klasse. So eine schöne Steineichentextur. Ja, und hier werden sie wieder so... weiß ich nicht. Sieht komisch aus. Naja, vielleicht ist es betreffend der Baumsorte so. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ups. Hui. Sprungverstärker. Also, auf nach Klaus. Oh, der hat jetzt nicht mehr die Last, seine Lotte heiraten zu müssen, so wie die beiden Männer das erklärt haben. Also, Klaus. Jonathan gab mir den Auftrag, ihm das Fleisch zu bringen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Klar kannst du das Fleisch mitnehmen. Ich bekomme aber von Jonathan für das erbeutete Fleisch noch 200 Goldstücke. Und normalerweise würde ich erst das Geld von dir verlangen, bevor ich dir die Fleischkeulen gebe. Da du mir aber geholfen hast, mache ich meine Ausnahme. Doch erinnere bitte Jonathan daran, dass ich noch Geld von ihm zu bekommen habe. Ja, dann werden wir das machen. Dann werden wir mal wieder ein bisschen was futtern. Also Mana. Und rüber zur... Ja doch, speichern ist eine ganz gute Geschichte. Machen wir mal. Und zwar hier. Dann werden wir mal die Burg wieder zurück. Zu Jonathan. Also die Textur von der Burg hier ist darker. Es ist dunkler. Richtig mystisch, richtig gruselig auch. Ich finde, das macht so richtig einen schönen Eindruck. Ich glaube, die Decke ist auch anders. Hallo? Aufmachen. ja. Und wir können auch hier, weil die Decke höher ist, kann man gut springen. So. Dann gucken wir mal. Jonathan, ich komme mit 50 Fleischkeulen. Hier sind deine 50 Fleischkeulen. Gut gemacht. Und hier bekommst du wie versprochen meinen Eintopf. Jonathan Spezial. Sehr gut. Der Jäger Klaus bekommt noch Geld von dir. Richtig, 200 Goldstücke hatte ich ganz vergessen. Hier hast du sein Geld. Am besten bringst du es ihm gleich vorbei. Ich hingegen werde mich sogleich ans Kochen und Braten machen.
Ja, das ist doch schön. Dann gucken wir doch auch mal, was die leckere Suppe bringt. Lebensenergiebonus, Dampf. Was hat er mir denn gegeben hier? Guck mal hier, ich habe rohes Fleisch. Vielleicht sollte ich die mal auch braten, damit ich, wenn ich verletzt werde, auch mal wieder ein bisschen was futtern kann. Ich finde ja diese Inventare richtig geil. Die Flaschen sind ja richtig geil designt. Dann hier kann, statt Keulen Fleischfilet. Der Schinken ist auch noch in Keulform geblieben. Schön. Ist das hier vielleicht die Fleisch-Lebensenergie-Bonus? 20, okay. Wo ist denn Jonathans Spezial? Fleischsuppe. Wo ist die? Hä? Jetzt so Teilmalle? Okay. Gab es eine Animation? Sorry. Nö, finde ich jetzt nicht. Dampfende Stärke-Bonus. Ach so. Der hat mir 3 Stück gegeben. Habe ich völlig übersehen. Nehme ich die jetzt? Ja, natürlich. Stärke plus 1. Nochmal. Herrlich. Da bringt uns das viel was, Stärke. Was haben wir denn an Stärke? 33. Gut, nochmal abspeichern. Und wieder zurück. Nee, kannst du mir... Ja, er geht gerade weg. Ja, für den König. Ich werde jetzt mal selber ein bisschen was kochen. Und zwar werde ich... Soll ich alles Fleisch braten? Nee, ich mach mal 10 Stück. Ich habe doch alle abgegeben, oder? Ja. Ich mach's erstmal so. 10 Stücke Fleisch braten. Und dann mache ich nochmal 10 Stück Fleisch braten. So, dann haben wir ein bisschen was im Petto. Und hier mein Blauflieder. Ich muss mal wieder auf Kräutersuche gehen. Blauflieder nämlich sammeln. So. Rumsti Bumsti. Also wenn man so dieses Gothic spielt, oder auch jetzt gerade hier so im Auftrag des Königs, dann achtet man gar nicht so auf die Bäume oder auf die Umgebung. Ja, also gerade bei dieser Elhiva-Version ist es nicht... Na, es ist schön, dass es nicht so eklatant unterschiedlich aussieht, sondern immer nur so ein bisschen, Ah, das ist so detailmäßig, so nicht so übertrieben bunt oder übertrieben dunkel. Na, die Wege sind schön. So, hier zum Beispiel, aha, Blauflieder. Ja, diese Seite müsste ich wahrscheinlich, glaube ich, nochmal erkunden. So, Klaus, ich kann dir die 200 Goldstücke geben. Was kannst du mir... Ich kann dir die... Okay, machen wir mal. Wir sind ja ehrlich. Ich kann dir 200 Goldstücke geben. Na prima, dann mal her damit. Moment, hast du nicht was vergessen? Ich wüsste nicht was. Nun, immerhin habe ich dir die 50 Fleischkeulen besorgt. Das sollte dir einiges wert sein. So, du vergisst aber auch, dass ich dir dafür angeboten habe, alle meine Fertigkeiten zum Nulltarif beizubringen. Und diese Fertigkeiten sind mehr als 200 Goldstücke wert. Aber da du diesen gefährlichen Job im Grunde ganz allein gemacht hast, kannst du meinetwegen 50 Goldstücke von der Summe behalten. Mehr aber ist wirklich nicht drin. In Ordnung. Hier hast du deine 150 Goldstücke. Dank dir. Und jetzt werde ich mich auf den Weg zu meiner Hütte machen. Kannst mich einmal besuchen, wenn du willst. Okay. Der hat eine Hütte. Na hallo? Der geht gar nicht zur Hütte. Der bleibt einfach hocken. Okay, Logbucheintrag. Erfüllte Mission, Fleischkeulen für Jonathan. Aktuelle Mission, Heudiebe. Ja, das war das mit dem Groß, ne? Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Oh, hier gibt es sehr viele Pflanzen auch. Genau, Heilpflanze. Waldbeeren. Waldbeeren. Ja, auch diese Pflänzchen sind anders designt. Oh, da oben ist was. Waldbeeren. Also Heidelbeeren wachsen die nicht am Strauch. Was ist hier los? Was ist los? Ich höre Mollered und Wolfgangs. Wölfe.
Ach ja, da unten ist ja die Höhle. Verhackte Damme. Verhackte Damme. Opferdamme. Nee, wenn wir nochmal abspeichern. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich überhaupt noch? 50. Ah, ich muss sparen mit den Pfeilen. Vielleicht sollte ich die Dings-Quest machen. Die Gobbo-Quest bringt's, glaube ich, mehr. Also, das sind die Wölfe, die hier unten drunter sind. Oh Gott, more red. Okay, vielleicht. Hat er sich versteckt? Ah, Scabbies. Okay, machen wir ein paar Scabbies platt. Sind das eigentlich für welche? Hat er noch Scabbies? Okay. Ein paar Punkte machen. Kann man immer gebrauchen. Oh! One-Hit-Wonder! Gut. Herrlich. Ein Hit. Goldbeere. So, vielleicht. Ja, okay, Heilpflanzen. Ich brauche noch Blauflieder oder irgendwas, was mir Mana gibt. Irgendwas. Ja, diese Heilpflanzen, die kann man jetzt ganz schlecht erkennen. Was haben wir hier? Nix. Oh, guck mal. Ein See. Oh, ist ja schön. Badesee. Was ist das da hinten? Ein Lurker. Aber das sind bestimmt gefährliche Lurker. Also werde ich nicht so nah rangehen. Ah, ich mag keine Lurker, die kann ich noch nicht. Oh. Der sah aus wie ein Keiler. Der ist weg. Geiler mag ich noch. Gut, wie sieht's aus mit Mana? Mana. Ach du Schiede. Hab ich denn noch irgendwas, was hier Mana bringt? Snapperkraut. Oh, das ist ein Fluchtkraut. Feuer. Oh, hier. Feuerwurzel und Feuernessel. Ja, mein Gott. Die muss man auch kommen, ne? Ja, zurück ins. Nicht die Burg, das Dorf. Was wollte ich denn da jetzt machen? Ach ja, Heudiebe. ich wollte ja mal riskieren, die Gobbos da auszuräuchern in dieser Hütte da hinten. Es geht aber nur um Mitternacht. Also hier. Da muss ich mir eine Strategie ausdenken. Wie mache ich das am besten? Hier drauf springen? Nee, das können die auch. Aha. 50 Pfeile. Das wird übelst. Das mit 50, ich weiß ja nicht, wie viele Gobbos das sind. Ja, das ginge. So, zack. Und von hier oben. Das müsste gehen, das müsste gehen. Ich versuche es mal. So, bis Mitternacht schlafen. Oha. Jetzt habe ich aber richtig Muffensausen. Verdammt, was ist los? Herrlich. Nein? Genau, richtig. So, aber ich muss ja irgendwie die rauslocken. Sorry, das ist jetzt dunkel. Ich versuche es schnell und schmerzlos zu machen. So, Quest-Heudiebe. Wenn die alle auf einmal rauskommen, machen die mich. Das ist Anna. Nein. Okay, ich lass mal erstmal um die Ecke lunzen. Die Ecke. Ja, okay. Nein, haut ab. Jetzt sind gleich zwei rausgekommen. Herrjemine. Und hoch. Ja, das hat geklappt. Pfeil im Bogen nehmen. Die sind auch clever. Die können auch hochklettern. Hm.
nochmal. Wenn das auch nicht klappt, dann müssen wir es wieder abbrechen. Was ich eigentlich nicht will, da bin ich doch ehrgeizig. Also, ich gehe mal hier hin, dann gehe ich sofort wieder zurück. So. Weil die versuchen ja immer direkt auf den direkten Wege zu mir zu kommen. Na, guck, guck. Das ist immer anstrengend hier. Hoch. Und jetzt mal gleich aufs Dach hier verschwinden. Na, da ist wieder einer. Ich glaub's ja jetzt nicht. Wie ist denn das passiert? Das hat er doch normalerweise nicht geschafft. Mal gucken, ob du hier rüber kommst. Na, kommt da nicht. Sehr geil, geil, geil. Nein. Oh, das war ein letzter Einfall in letzter Sekunde. Ja, mach da deinen Moonwalk auf dem Dach. Roofwalk. Leute, Leute, Leute. Na, bin mal gespannt, wie viele Pfeile so ein Goblin braucht. Yes! Und Stufe gestiegen. So muss das sein und nicht anders. So, gucken wir gleich mal nach den Pfeilen, wie viel ich noch habe. 34, das wird nicht gehen. Ah, Mist, wie viele Gobos sind es denn? War denn hier noch irgendwo einer? Na? Wer sollte den erstmal ausrauben? Da ist nicht zu holen. Ist nicht zu holen. Wo treibt sich denn hier noch einer rum? Nee, oder? Oder hat sich hier versteckt? Auch nicht. Jetzt? Er ist hier. Hier sind sie. Ach, der steht da. Also sind es noch drei. Oh, nee. Bitte spring doch da hoch, hoch. Oh Mist, hat mich genatzt. Auch nicht. Jawoll. So, kommt der da auch hoch? Ah, da ist er. Ah, hallo. Bleibt natürlich direkt hier unten drunter. Ah, er versucht hochzuspringen. Kann ich nur hoffen, dass er es nicht schafft. No. Okay. Wie so eine Hornissen. Los. Affektor. Oh, jetzt springt er auch noch runter. Das im letzten Moment. Oh, oh, lecker Pilz. Die sehen auch gut aus, die Pilze. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und noch drei, nee, noch 15 Pfeile. Das schaffe ich nicht. Da ist jemand aufgewacht. Aha. Bleib da hängen. Okay, wenn der da hängen bleibt, dann mache ich folgendes. Was will ich nicht? Hallo. Muss mich. Ich werde mal einen Feuerpfeil nehmen. Mal gucken, was der Feuerpfeil bringt. Bitte bleibt da stehen. Ja! Ich habe ja nur drei Feuerpfeile. Und er hat nicht getroffen. Der auch nicht. Wie schön.
Oh Leute, das ist echt übel hier alles. Also okay, normaler Fall. Ansonsten muss ich nochmal Pfeile kaufen. Aber ich glaube, im Dorf gibt es niemanden, der Pfeile kauft. Verkauft, meine ich. Oh, 5 Goldstücke ist nett. Lieber sicherheitshalber nochmal speichern. Mein Gott, kann man nur so Schiss vor Gobos haben? Ja, gucken wir mal, wie viele Pfeile wir haben. 9 normale, das bringt nicht viel. Haha, tolle Nummer. Ein Spruch, ein Magiespruch. Das ist... Der ist dahinter, ne? Nicht im Zimmer, sondern dahinter hier. Ja. Hallo, du bewegst dich da doch, das sehe ich doch. So, gleich habe ich keine Munition mehr. Versuche ich doch noch mit dem Ast hier. Wow. Leute. Das müssen doch alle sein, weil ich höre keinen mehr quaken. Oh, da liegt ein Baumstamm drin. Jetzt, wo ich keine Pfeile mehr habe. Ja, okay. Hier ist noch was. Kleine Sense. Beil. Das war doch vorher alles nicht drin. Wieso ist denn das jetzt? Wieso ist denn das jetzt? Okay, gehen wir am besten mal schlafen. Damit wir auch wieder was sehen können und gucken, was dann los ist. Oh, das war ja aufregend. Bin echt froh, dass ich hier nicht so einen Serientod gestorben bin. Verdammt, was ist los? Da bin ich echt froh, dass ich nicht so einen Serientod gestorben bin. Wir hatten ja übrigens den Auftrag gegeben, die Heudiebe. Genau, nachdem ich bei Hubert und Jonas genau. Ich habe die Heudiebe auf frischer Tat ertappt. Es sind räuberische Goblins. Vermutlich haben sie das gestohlene Heu zu ihrem Versteck gebracht. Ich muss es suchen. Was ist denn jetzt wieder los? Ich muss jetzt ein Versteck suchen für die wegen der Heudiebe. So, mal gucken, sagst du noch was? Hast du noch... Hey, du! Gesprächsoption hat er nicht. Das kann nur da drinnen, da hinten sein, das Versteck. So. Ach, da liegt noch ein. Na ja, guck mal. Gucken, habe ich noch eventuell was übersehen? Gucken. Nö. So. Hier hinter der Scheune gibt es eine Säge, eine Baumsäge. Da können wir gleich mal ein paar Holzscheiben schneiden. Sägen, hier ist es. Ist das die richtige Seite? Nein. Doch, es geht. Holzstamm sägen. Holzscheiben gesägt. Gucken. Ende. Okay, das war nur ein Holzstamm. Gut, jetzt muss ich mal wieder Holz hacken. Pfeilschäfte herstellen. Und dann nochmal ein paar Pfeile basteln. Nicht wahr? Das ist ja hier gleich ums Eck. Aha. Gibt's Licht? Gibt's ein Blauflieder wieder mal? Okay. Hervorragend. Holzstumpf. 5 Holzscheiben spalten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Scheiben ich eigentlich gesägt habe. 8, das gibt dann halt eben immer 6. Okay. Ja, da wir halt eben schon hier sind, können wir gleich hier zur Burg. Zur Werkbank.
Die Sonne strahlt mir ins Gesicht, sehe ich gerade hier auf meinem Monitor. Und wenn ich dann mich wieder wegdrehe, dann ist sie weg. Ja, das ist schön, das finde ich gut. Es gibt ja einige Let's Player-Kollegen, die machen das ja mit so Licht und so. Ich habe zwar auch hier Licht, aber mag das irgendwie nicht. Das ist so, hat so einen Blauanteil und ist nicht gut für die Netzhaut. Das nun mal so ein nebenbei gesagt. So, auf zur Werkbank. Pfeile bearbeiten. 10 Pfeile. Das ist ja auch nicht gerade erquickend. Okay. 30. Wir haben nur 30 Pfeile. Mist. Mist. Ja. 30 Stück. Weil ich muss ja noch die Athanos-Lurker eliminieren. Das machen wir in der nächsten Folge. Also die restlichen Athanos-Lurker. Ich bin ja noch eine Stufe gestiegen. Und da überlege ich mir noch, wie ich die Lernpunkte gut einsetzen kann. Oder schreibt mir einen Kommentar dafür. Das wäre cool. Ne? Wie soll ich die Lernpunkte einsetzen am besten? Hier seht ihr ja nochmal die Werte Stärke. Vielleicht sollte ich mal die Stärke auf 40 hochskillen. Wäre zu machen. Also bis dann. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar, abonniert mich und sagt mich weiter. Ciao.